Was ist für dich ein sehr gutes Geschäft? Wenn du mehr zurückbekommst, als du gibst, da bin ich bei dir. Das ist ein gutes Geschäft. Wenn du diesen einen Faktor bei allem, was du tust, hinzufügst, dann wirst du immer viel mehr zurückbekommen, als du gibst. Ein Freund von mir war kürzlich an einem Markt unterwegs und da sieht er einen Mann am Straßenrand sitzen und er denkt sich, wow, ich glaube, der braucht jeden Cent. Und er geht zu diesem Mann hin und sagt, gib mir einen Euro und ich gebe dir 20 Euro. Und dieser Mann schaut ihn an und sagt, das ist fake, oder? Und er sagt, nein, das ist echt, das ist Realität. Und er gibt ihm die 20 Euro und der Mann gibt ihm einen Euro zurück. Und der Mann ruft, wow, das war das beste Geschäft ever. Wow, sowas habe ich noch nie gemacht. Und es war gleichzeitig ein sehr gutes Geschäft für meinen Freund. Dazu gleich mehr. Bei allem, was du machst, verwende diese zwei Mechanismen und du wirst alles, was du tust, alles, was du rausgibst, mehrfach zurückbekommen. Wenn wir ein Geschäft machen oder wenn wir jemanden unterstützen, dann können wir diese zwei Mechanismen einsetzen. Zum Beispiel, wir machen mit jemandem ein Geschäft. Wir liefern Dienstleistung oder Ware und bekommen Geld. Und dann fangen diese zwei Faktoren an zu wirken. Gib mehr. Gib ehrliche, aufrichtige Anerkennung, Wertschätzung. Schaffe Vertrauen. Höre zu. Sei da. Sei präsent. Sei bemüht um die Anliegen deines Gegenübers. Und zwar, und jetzt kommt's, bedingungsfrei. Mach es einfach, weil es dir wichtig ist, weil du einfach geben möchtest. Gib, so viel du kannst, so viel dir gut tut, nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich gebe an diesem Punkt schon so viel, aber da kommt nichts zurück. Vielleicht gibst du schon zu viel, vielleicht gibst du nicht bedingungsfrei, vielleicht hast du ein Motiv, wenn ich viel gebe, bekomme ich viel zurück. Somit ist der Fluss komplett unterbrochen. Gib bedingungsfrei. Und wenn du merkst, es ist komplett einseitig, du gibst und gibst, dann gib weniger. Gib nur so viel, wie dir gut tut, wie es dich freut. Und jetzt kommt der zweite Faktor ins Spiel. Gib mit Freude. Und du wirst merken, deine Freude wird sich materialisieren. Vielleicht nicht gerade an dieser Stelle, wo du die Freude verteilst, vielleicht von einer ganz anderen Stelle. Auf einmal ergibt sich etwas, das du nicht auf deinem Schirm hattest. Natürlich muss man zuerst schauen, dass man selber Freude hat. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Und dann verteile deine Freude. Du bekommst sie von allen Seiten zurück. Mach diesen einen kleinen Test. Wenn du spazieren gehst, wenn du unterwegs bist, lächle Menschen an. Du bekommst sofort ein Lächeln zurück. Ein weiterer Test. Wenn du an einem See vorbeigehst, nimm einen Stein und wirf ihn ins Wasser und schau, was passiert. Die Wellen um ihn, um diesen Stein, den du reingeworfen hast, breiten sich aus. Und das meine ich damit. Alles strahlt von dir nach außen und kehrt gleichzeitig von allen Seiten vielfach wieder zu dir zurück. Der erste Punkt bist immer du. Du bist der Mittelpunkt deines Tuns. Was du tust, kommt zu dir zurück. Es strahlt von allen Seiten zurück. Warum hat mein Freund gesagt, oder warum hat mein Freund zu diesem armen Mann gesagt, gib mir einen Euro zurück und ich gebe dir 20 Euro? Er sagt, er möchte, wenn er was nach außen gibt, dann möchte er einfach nur eine Kleinigkeit zurückbekommen, in diesem Fall ein Euro-Stück für 20 Euro. Somit bleibt sein finanzieller Fluss aufrecht. Und immer wenn er jemanden unterstützt, dann schaut er darauf, dass eine Kleinigkeit, nur eine Kleinigkeit, und wenn es nur ein Kugelschreiber ist, eine kleine Art der materiellen Rückführung stattfindet. Ja, hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich wünsche dir, dass du genau das gibst, was dich freut, dass du genau das gibst, wo du gut bist, dass du Vertrauen aufbaust. Du wirst es von allen Seiten zurückbekommen. Und genau das soll so sein. Von allen Seiten sollst du erfüllt werden mit all dem, was du dir wünschst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!